Kidsmeet ist eigentlich so ein Let's Play-Kanal, der mal von 6 Schulfreunden gegründet wurde. Die jetzt alle aufzuzählen, ist ein bisschen schwierig, aber unter anderem Peter Smits, Dennis Bramm, Christian Stachelhaus. Also. Und den kann man am besten so als LAN-Party eigentlich beschreiben, weil die eben sehr viel gegeneinander spielen. Das ist auch nicht immer unbedingt jugendfrei, wie sie sich da betiteln, aber es ist eben sehr authentisch dadurch. Ich bin jetzt seit dem 1.7. dabei als offiziell Chefredakteur. Geplant ist nämlich eine neue Webseite, die ist leider noch nicht fertig geworden, aber bis dahin kümmere ich mich vor allem so um Projekte und Koordinier, Kooperation, all diese Dinge. Das ist natürlich im Grunde, jeder Aufruf kann theoretisch auch Geld verdienen, weil da eben Werbung geschaltet wird auf YouTube. Funktioniert ähnlich wie bei Webseiten. Wir haben ein gewisses Inventar, was dann verkauft wird, und das ist eigentlich schon die ganze Magie dahinter. Wir machen zum Beispiel im Monat ungefähr 30 Millionen Videoaufrufe. Die wird dann seitens YouTube mit Werbung bespielt. Also man kennt es hoffentlich selbst, wenn man keinen Adblocker installiert hat, dass man vor einem Video dann auch eine Werbung bekommt, und daran werden wir dann beteiligt, YouTube wird beteiligt, und damit verdienen wir dann das Geld. Wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit, indem wir uns zum Beispiel auf solchen Festivals hier rumtreiben und mit Leuten reden. Wir waren auch zum Beispiel auf dem Deutschen Computerspielepreis. Das ist so für uns, also wir wollen auch mehr mit der Branche jetzt in Kontakt kommen, weil wir merken, seitens Entwicklern und so gibt es auch ein großes Interesse, mit uns zu reden. Das ist natürlich auch wegen der Reichweite, die wir haben. Wenn wir so ein Spiel spielen auf unserem Kanal, dann wirkt sich das auch in der Regel auf die Verkaufszahlen aus, und in die Richtung wollen wir mehr gehen, dass wir mit der Branche kommunizieren. Jetzt will ich nichts Falsches erzählen. Ich glaube, wir werden Partner der USK demnächst, ist auf jeden Fall geplant. Auf der Webseite ist das natürlich, bei YouTube ist das immer, da gibt es noch keine richtige Regelung, weshalb das noch ein schwieriges Thema für uns ist, aber das wird auf uns auch früher oder später auf jeden Fall zukommen.